seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einer Art, na wie soll ich sagen, Test-Let's Play der neuen Modifikation und zuletzt entstand der Mensch. Diese Mod baut auf die Gothic 1 Engine auf und befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Meinen besonderen Dank geht an Bisasam, die diese Modifikation liebevoll gestaltet und mir vorab Einblicke gewährt, um diese zu testen. Auch bedanke ich mich im Voraus bei euch, in der Community, die diese und weitere Folgen anschauen, um Ideen, Kritikpunkte oder Verbesserungen im Forum zu kommentieren. Die Links stehen in der Videobeschreibung. Aber bevor es in die Vollen geht, fange ich mal ganz von vorne an. Ich spiele das Spiel in der Auflösung 1920x1080 Bildpunkte. Und hier seht ihr das Menü. Neues Spiel werden wir natürlich gleich beginnen. Und unten steht Treffe deine Entscheidung weise, was man gerade eben so lesen kann. Darauf komme ich noch später. Doch zunächst gucken wir mal unter den Einstellungen. Gibt es da was Neues? Wir haben Einstellungen unter Spiel. Das dürfte außer Blutdetails, das kenne ich zum Beispiel noch nicht. Das musste man in der Ini immer ändern. Gibt es also das altbekannte, dann Grafik, Video, das überspringe ich mal. Audio überspringe ich auch. Tastatur springe ich über auch. Springe ich über auch, alles klar. Dann gibt es noch, ganz wichtig, die Mod-Einstellung. Und das meine ich halt eben mit der hohen Auflösung, in der ich das hier zeige. Da muss man ein bisschen gucken. Da steht der Schwierigkeitsgrad, den man in Standard, Leicht und Mittel umändern kann. Da steht unten drunter der Schwierigkeitsgrad. Wirkt sich auf die Stärke und Widerstandskraft der Monster und auf das Spawnverhalten der Pflanzen aus. Leicht entspricht ungefähr Original Gothic 1 Stärke. Standard ist für die Mod vorgesehene höhere Stärke und die Fruchtanzahl nimmt mit steigendem Schwierigkeitsgrad ab. Also mit steigender Schwierigkeit ab. Okay. Dann, was ich auch noch gut finde, ist Feuerzauber, Grillenfleisch. ob das jetzt nur den Zauber betrifft oder vielleicht auch eventuell die Feuerpfeile, weiß ich jetzt nicht. Ach ja, ich muss noch mal eben alles auf Standard stellen. Nee, das ist nicht Standard. Ja, ihr seht gerade, man kann Hunger- und Durstsystem kann man noch umstellen. Also man kann Balken sagen oder Balken und Sound oder nur Sound. Das mache ich jetzt mal. Will mal gucken, ob da ein Sound dabei ist. Ich habe sonst immer nur die Balken und gesehen, da kommen wir später zu. Dann Gewichtsbegrenzung lassen wir auch Balken und sonst gibt es keinen Balken. Das ist das. Ja, Learning by Doing ist standardmäßig auch auf Aus eingestellt. Da müsste ich mich noch ein bisschen informieren, was passiert, wenn man es auf Modus anstellt. Ja, ich glaube, wir fangen mal. Moment mal. Moment mal. Habe ich jetzt was vergessen? Nochmal. Mod-Einstellung. Ja, ich habe Learning by Doing an. Ich lasse es aus. Ich lasse es aus. Das wollte ich sagen. Ja, ich bin auch übrigens ein bisschen aufgeregt. Ich fange jetzt mal an, das neue Spiel zu starten. Achtung, fertig. Ach so. Ja, jetzt kommt natürlich noch was. Bitte beachten Sie das Kleingedruckte. Okay, herzlich willkommen. Steht hier. Bevor du beginnst, solltest du einige Dinge wissen. Erstens, stelle unter den Mod-Optionen den Schwierigkeitsgrad ein, haben wir ja gerade gemacht. Du kannst ihn zwar während des laufenden Spiels noch ändern, aber es werden keine wilden Früchte hinzugefügt oder entfernt. Spielst du auf schwer, hast du keine Garantie auf irgendwas. Es kann sein, dass ein Baum oder Feld gar keine Früchte trägt oder du eine sehr schlechte Ernte einfährst, sei gewarnt. Zweitens, du kannst mit vielen Objekten interagieren. Nimm sie dazu in den Fokus und drücke die für Action festgelegte Taste. Drittens, das Sprechen und das Entnehmen von Fleisch müssen wie viele weitere Fertigkeiten erst gelernt werden. Benutze deinen Menschenverstand im Inventar dazu. Im Verstandmenü kannst du außerdem nützliche Dinge bauen und vieles, vieles mehr. Okay, bis hierhin das Kleingedruckte nochmal gelesen, aber jetzt geht's los. Und das Meer gab das Land frei. Und es entstanden alle Wesen, Bäume wie Tiere, Wölfe wie Schafe. Und zuletzt entstand der Mensch. Ja, ich habe das mal öfter von vorne anfangen lassen und es wird per Zufall ausgewählt, ob Männchen oder Weibchen. Na, hier habe ich natürlich einen knackigen Mann mit einem
naja, mit so einer lustig engen Hose da. Wir können natürlich hier unten im Charaktermenü können wir einstellen, welches Geschlecht, entweder Mann oder Frau. Aber ich wähle natürlich erstmal, ich als Mann natürlich den Mann. Und dann gehe ich wieder auf zurück. Dann komme ich wieder ins Obermenü und kann die Hautfarbe ändern. Bleich ist er hier. Dann gibt es noch normal. Siehst du, jetzt hat er auch wenigstens eine bessere Hose an. Oder ein Latino. Sieht auch lustig aus. Oder ein schwarz gefärbten Menschen. Ja, was nehmen wir denn mal? Ich glaube, ich nehme mal den hier, den normalen. Der hat ein bisschen Bart. Ist irgendwie trendy. Und dann gehen wir wieder zurück. Dann zur weiteren Charaktereinstellung gibt es noch die Kopfform und die Frisur. Die unterscheidet sich unter Thief, also unter Dieb. Das heißt also, da deformiert sich sein Schädel. Warum, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist er zu oft erwischt worden und hat einen auf den Dates gekriegt. Dann Psionik. Der ist ganz gut. Dann Pferdeschwanz. Ja, ich bewege meine Maus, aber leider dreht er sich nicht. Das könnte man eventuell mit reinfügen. Nur so eine Idee. Fighter. Ja gut, okay, da hat er ja so einen Kanisterkopf. Und Fat Bold. Oder Fat Bald. Was steht da? Fett und Bald. Jo. Oder Bald. Okay, das ist das. Wie schon gesagt, das lassen wir mal so. Zurück. Und eine weitere Eigenschaft zu ändern. Und zwar das Gesicht. Nächste Textur, okay, das ist die dritte. Dann haben wir hier die vierte. Und dann haben wir wieder hier, glaube ich, den ersten. Ja, genau, richtig. Bei dem bleibe ich mal. Dann gehe ich wieder zurück. Was können wir noch einstellen? Und zwar die Körperfülle. Also, dünner oder dicker. Ich klicke mal ganz schnell auf dünner, damit man das sehen kann. Das wird sehr, sehr, sehr fein eingestellt. Und wie ihr an den Beinen sehen könnt, boah, ist der dünn. So. Dann gehe ich mal ganz schnell auf dicker. Nee, ich muss auf dicker immer runter scrollen, okay. Ach ja, mach mal ein bisschen dicker das Ganze. Je nach Geschmack. Okidoki, das ist ja jetzt nur zu Testeszwecken. Was gibt's denn noch? Hier gibt es noch Charaktergestaltung abschließen. Und Adanos gefiel, was entstanden war. Und er erfreute sich an allen Wesen gleichermaßen. Ja, danke, Vatras, für diese schöne Information. Das, was ihr eben in bunt gesehen habt, das waren Einträge in dem Informationsmenü und darauf komme ich jetzt. Und zwar seht ihr hier natürlich das Logbuch, aktuelle erfüllte Mission, gescheiterte Mission und Infos und Daueraufträge. Das ist ganz wichtig, die erstmal durchzulesen. Und zwar bei Nutztiere Fortpflanzung gibt es hier Tipps. Ich möchte sie nicht alle vorlesen. Dann Nutztiere zähmen. Hier gibt es Zähmtipps. Dann gibt es Umgebungseinflüsse. Die sind auch hier beschrieben. Lesen natürlich. Wundbrandsystem. Auch ist auch hier beschrieben. Körperliche Bedürfnisse. Naja, darum geht es um Durst, Hunger, Schlafen und Krankheiten. Naja, und was du zu Beginn alles kannst, das ist auch wichtig zu wissen. Und zwar folgende Fähigkeiten hast du zu Beginn. Melken, Schafschuhe, Säfte und Milchgemisch herstellen. Waffen und Werkzeug aus Holz oder Stein herstellen. Einfache Behausung und Hütten bauen. Bäume und Sträucher fällen und schleichen können wir. Fertigkeiten, die vielleicht selbstverständlich scheinen, du aber noch nicht hast, das ist Sprechen, Fleisch und andere Tiertrophäen nehmen. Kochen und Feuer machen. Können wir also noch nicht. So, auf ins Abenteuer. Klar, was wir schon anfangs im Intro gesehen haben, hier liegt was drin. Oh, das ist ein Stein. Den heben wir mal auf. Wir brauchen nämlich unbedingt Steine. Das erste sind also Steine, die wir brauchen. Und Holz, also Zweige. Der ein oder andere kennt wahrscheinlich so Survival-Spiele. Da fällt mir zum Beispiel The Forest ein. Und das ist auch, glaube ich, dieser Idee entnommen, diese Modifikation zu gestalten. Oder es weiß ich jetzt nicht. Aber es erinnert mich stark an so ein Survival-Spiel. Okay, lass mal erstmal hier ein paar Bananen einsammeln und auch ein paar Steine. Bisasams Videos habt ihr wahrscheinlich sicherlich verfolgt.
Und ich habe jetzt hier eine neueste Version. Ich möchte ihr auch ganz gerne so ein bisschen die Arbeit abnehmen, indem ich so ein bisschen Let's Play für sie mache, also so ein Test-Let's Play. Und jetzt sehen wir auch unten die Balken. Ganz links der rote, das ist für unseren Hunger, nee, das ist für unsere Lebenskraft, ist klar. Dann das blaue ist für Doscht, also für Durst. Und der grüne, der scheint mir die körperliche Ausdauer zu sein, weil wenn ich ganz viel springe, dann geht ziemlich viel weg hier. Ne? Und der braune Balken ist halt eben für dieses Hungergefühl. Ja, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um. Und zwar, okay, wir bleiben hier hängen. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir können später diese Palmen sowieso abholzen oder abschlagen. Doch gehen wir erstmal zu den Büschen hin. Da musste ich auch ein bisschen überlegen, wie geht das? Es ist alte Gothic 1 Steuerung. Ja, und mit der Aktionstaste den Busch, naja, ernten, zerpflücken, auseinandernehmen. Das dauert 10 Minuten. Währenddessen können wir noch ein paar Beeren einsammeln. Die sind ganz wichtig für später und auch für uns. Nochmal den zweiten Busch. Jawohl. Und rechts oben, wie schon gesagt, ist die Gewichtseinheit. Denn wenn ich aufs Inventar gehe, dann sehe ich natürlich, dass alles ein bisschen Gewicht hat. Die Banane 100 Gramm, boah, eine 100 Gramm Beere. Und die anderen Sachen. Wir haben schon mal 6 Steine, dann haben wir Kokosnüsse, dann haben wir 2 Blattwerk. Ja, das, ja, da kommt's. Ja, man kann es ein bisschen sehen in der Rotation. Und wir haben schon mal 2 Holzstücke und wir haben diesen gesunden Menschenverstand, auf den wir jetzt mal in Form eines Strohbeins drauf zugreifen. Denn wir brauchen ja auch Werkzeug. Da gibt es natürlich hier unten, was ein bisschen klein ist. Da muss ich erstmal selber ein bisschen gucken. Und zwar zählt über besonderes Talent einfache Waffen und Werkzeug herstellen. Da gucken wir mal hin. Was brauchen wir natürlich? Wir brauchen erstmal ein Werkzeug. Und zwar ein Steinbeil. Ja, ein Holz, ein Stein. Das dauert eine halbe Stunde. Und schon haben wir ein Steinbeil hergestellt. Das Ganze mache ich dann nochmal. Ich will mal gucken, ob ich eine Waffe herstellen kann oder ob ich noch was anderes brauche, also noch ein Holz. Dann gehen wir mal auf Waffen. So, was gibt es denn da? Steinbeil, oh, auch hier. Okay, hier steht zum Beispiel auch hier, wie viel das bringt und wie viel Damage es bringt. Und dann haben wir hier noch einen Steinhammer. Wahrscheinlich für die späteren Bauten. Steinkeule, Steinschleuder. Oh, eine Fernwaffe. Sehr schön. Steinschleudermunition und ein Holzspeer. Da brauche ich aber 2 Holz. Ja, seht ihr? Da braucht man nämlich 2 Holz dafür. Jetzt gehe ich wieder zurück und auf Abbrechen. Das heißt, ich muss also nochmal ein Buschwerk auseinandernehmen. Ja, es ist ein bisschen hakelig, hier hochzukommen, aber das ist ja nicht vordergründig Sinn des Spiels. Das heißt Sinn des Spiels, aber es ist vordergründig erstmal das Gameplay gedacht. Wie was funktioniert, in welchem Verhältnis. Und ob die Sachen miteinander interagieren, ob sie auch funktionieren. Okay, das bleiben wir mal gleich hier. Dann werden wir mal unsere Gedanken gut aufgreifen. Und ich muss selber nah rangehen an den Monitor, weil wenn ich zum Beispiel einfache Waffen und meinen Holzspeer kreieren möchte, hier ist er, genau richtig, dann habe ich ihn auch. Gehe ich mal weiter runter und wir sehen unten unsere Ausdauer oder unsere grüne Kraft dort wird auch wieder geringer. Gehe ich mal unter Waffen und sehe, aha, ich habe hier einmal mein Steinbeil. Macht schon mal 20 Schaden, ich brauche 10 Stärke und es ist eine Einhandwaffe und in 100 Gramm steht 8. 8 mal 100 Gramm, so wie ich das verstehe. Dann haben wir unser Holzspeer, das können wir anlegen, das Ding. Das ist ganz gut und unseren, oh jetzt gibt es Gewitter, im Spiel hier meine ich. Ja und wir können schon mal ordentlich zuhauen.
in altgewohnter Gothic-Manierweise. Oder wir können auch üben, weil es gibt nämlich ein Animationsmenü, welches mit Enter aktiviert wird. Und das wird auch gleich hier unter Infos und Daueraufträge angezeigt. Da gehen wir auch mal gleich hin. So, und da ist noch mal was Neues hinzugekommen, und zwar Infos zum Animationsmenü. Da könnt ihr alles lesen, was ihr alles machen könnt. Hinlegen, schlafen, ausruhen, Beine ausschütteln, sich auf den Boden setzen, irgendwelche Körperhaltungen einnehmen und wie ihr euch wäscht, alles wichtig. Oder mit NumPad 8. Also Num 8 ist immer NumPad mit gemeint. Kann ich auch schon mal meine... Na, das war NumPad 6, glaube ich. Ja, hier könnt ihr eure Füße ausschütteln. Ich gehe sie mal durch hier einzeln. Okay, das ist jetzt hier die Erfrischungsanimation mit NumPad 7. Mit NumPad 1 kann ich mich hinsetzen. Und wie ihr da wieder rauskommt, da drückt ihr F1. So einfach ist das erstmal erklärt mit dem Animationsmenü. Das sollte natürlich auch immer schön erst aktiviert werden. Jetzt war doch irgendwo ein Teich. Teich, da ist ein Teich, richtig. So, und zwar habe ich ein bisschen Durst. Dann gehe ich hier hin. Oh, was ist da? Ach, wie süß. Nee, aber ich erstmal was trinken hier. Ja, ich muss erstmal das Wasser untersuchen. Ja, und dann werde ich mich erstmal, genau, Wasser aus der Quelle trinken. Ich habe meinen Durst gestillt. Aber jetzt schauen wir uns doch mal da hinten. Was ist denn da? Wir nähern uns langsam diesem kleinen Tier. Es ist ein junger Molarat. Ach, wie niedlich. Ganz klein hüpft es da rum. Oh, schön. Man kann es ansprechen, liebe Leute. Und zwar, man kann ihm Futter anbieten. Jetzt muss man natürlich überlegen, was hat man im Inventar? Kokosnuss, Beere oder Banane? Ich biete ihm meine Beere an. Ja, schlingt sie herunter. Das ist wahrscheinlich lecker gewesen für die kleine Molorette. Ich versuche es mal mit einer Banane nochmal. Schmeckt wohl auch gut, aber ein anderer Text, andere Farbe. Ja, jetzt werde ich mal gucken, ob die Kleine auch wächst, indem ich mich mal hinlege. Na, noch nicht gewachsen. So, wie es halt eben so ist, bei Haustieren auch mal täglich füttern. Mach's nochmal mit einer Banane, mit einer Beere. Und ich mach's mal mit einer Banane. So, dann gibt's natürlich noch eine Option, die da heißt, komm mit. Oh! Die faucht mich an und ich sehe, aha, sie ist noch nicht gezähmt. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich nochmal eine Runde schlafen, erstmal meinen Schlaftatz vorbereiten, mich waschen natürlich. Ja, ich muss mit den Tasten erst nochmal klarkommen. Okay, ist gut. F1. Ja, das kann passieren, ne? Da hast du es bald? Achso, ich muss auf Ende. Oh Gott, ist das klein gedruckt. So. Das war's. Nun Part 5, schlafen. Bis Sonnenaufgang schlafen. Ups. Blub. Sie ist größer geworden und ich sollte mal langsam was trinken. Das werde ich jetzt auch machen. Das war die NumPad 7, mit der man das macht. Trinke Wasser aus der Quelle. Biete nochmal meiner süßen kleinen Molerat eine Beere an. Und kann ja nicht schaden, wenn man ihr auch nochmal eine Banane anbietet. Also man sollte immer mal probieren und gucken, wie die kleine Molorette darauf reagiert, auf Essen. Das muss man alles selber zum Beispiel, wenn ich eine Kokosnuss anbiete. Die junge Molorette schnüffelt kurz an der Kokosnuss und ignoriert sie. Gut, okay, vertrieben haben wir sie noch nicht. Gib ihr aber nochmal eine Banane.
frage nochmal, ob sie mitkommen möchte. Nein, will sie nicht. Gut, okay, das muss man eine Zeit lang machen. Und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Ich hatte gerade eben von der Animationsmenütaste erzählt, die ihr mit Numpad Enter aktivieren könnt. Ihr könnt sie auch deaktivieren. Und zwar macht ihr das mit der Komma-Taste auf der normalen Tastatur. Und da steht oben Deaktiviere Animationsmodus. Das hat nämlich folgende Bewandtnis. Denn wenn ich meine Aktionstaste habe, die habe ich auf dem Numpad 1 zum Beispiel definiert, dann kann ich erst damit sozusagen mein Buschwerk auseinandernehmen. Oder ihr definiert eure Tasten anders, damit sich das nicht überschneidet. Also ich brauche unbedingt noch ein bisschen Kram hier. Banane. Dann fäll ich mal ganz einfach mal die Palme ein bisschen. Oh, was ein Knall. Ja, und hier gibt es noch mehr. Ich melde mich wieder, wenn ich ein bisschen mehr erreicht habe. Was ich auch gut finde, ist, dass man im Inventar nicht endlos viele Dinge mit sich schleppen kann. Mehr kann ich nicht tragen. Seht ihr? Denn mehr kann ich nicht tragen. Oh, und wir kommen auch nicht mehr so schnell vorwärts wie eben. Wenn ich dann halt eben diese eine Kokosnuss mal wieder fallen lasse. Ich schließe das Inventar. Dann laufe ich wieder ganz normal. Ja, nach einigem Schlafen und kräftig Füttern, der Molerat, sag ich jetzt mal einfach, komm mit. Ja, das sieht gut aus. Diese lustige Handbewegung von unserem Protagonisten. Und mal gucken, ob sie uns hinterher trottet. Ja, das tut sie. Schön. Ja, gut, dann werden wir sie mal hierhin positionieren. Und sagen, warte hier. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ja, das war das mit der Molerat-Zähmung. Um nochmal auf das Animationsmenü zurückzukommen, ist es natürlich am besten, ihr definiert eure Aktionstaste nicht im Numpad-Sektor. Dann braucht ihr auch nicht immer wieder das Animationsmenü zu deaktivieren. Ja, jetzt gehen wir mal wieder hoch. Und wie schon gesagt, können wir jetzt mal hier eine Palme fällen, nachdem sie gehicklittet ist. Also ja, jetzt leuchtet sie und nein, ich habe doch umdefiniert. So, also zack, jetzt wird das. Ihr habt jetzt gesehen, Animationsmenü brauche ich nicht ausschalten. Zack. So, aus dieser Palme konnte ich 5 Bretter aus dem Baum schlagen. Und was noch? Ich wollte nämlich eigentlich, so wie man es hier sehen kann, eine Liane erhalten. Ha, 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 ha. Hier habe ich keine bekommen. Vielleicht kriege ich von der hier eine. Kann ja sein. Jawohl, du hast eine Liane im Blattwerk gefunden. Das kann nämlich auch noch unterschiedlich sein, ob ich eine Liane an einer Palme finde oder nicht. Das ist auch sehr zufällig und das finde ich sehr gut gelöst. Dann gucken wir doch mal, was kann man mit der Kokosnuss machen. Und zwar steht hier, die muss ich irgendwie mit Werkzeug aufmachen. Da ich ja schon Werkzeug habe, wie so ein Steinbeil, und ich jetzt mal die Kokosnuss essen würde, also indem ich normalerweise hier essen würde, so wird die Kokosnuss in 2 Hälften geteilt und ich sehe die Hälften hier. Hier habe ich schon mal eine vorgespalten und das ist richtig lecker, denn aus der Kokosnuss kannst du deinen Durst stillen und auch eine leckere Kokosnuss, einen leckeren Kokosnusssaft der Mole Rat geben. Ach ja, ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen was zu mir nehmen oder mich ausruhen. Meine gezähmte Mole Rat kommt hinter mir her. Ich sage, oder besser gesagt, ich sage nichts, ich kann ja nur Handbewegungen machen. Und komme jetzt mal auf den Punkt trainieren. Wie hole ich den? Den hole ich einfach aus meinem Strohbeutel. Sorry, ich finde das mit dem Strohballen ja richtig klasse. Und zwar, hier gibt es den Trainieren-Punkt.
Ich habe ja mittlerweile schon 10 Lernpunkte geholt. Stärke steigern, Geschicklichkeit steigern, Umgang mit Einhänder, Zweihänder, Umgang mit Bogen und Steinschleuder. Wir wollen erstmal die Stärke steigern. Das kostet auch, wie immer, mal 5 Lernpunkte. Dafür musst du ausgeruhter sein. Ach, das geht nicht einfach so weiter. Super, klasse. Dann müssen wir ausruhen. Dann müssen wir uns ausruhen, Mensch. So, dann müssen wir uns mal ausruhen. Ja, ich bin ausgeruht. Und dann versuchen wir es nochmal. Menschenverstand holen. Trainieren. Stärke steigern. Jawohl. 5 Stunden später. Wow. Das ist richtig realistisch und richtig gut. Wie ist es denn mit Geschicklichkeit? Da gucken wir auch nochmal nach. Geschicklichkeit steigern. Dann nehmen wir natürlich auch 5 Lernpunkte als Kosten. So, jetzt haben wir 15, 15 jeweils. Ja, dann trinken wir mal einen Schluck. Und wir müssen natürlich auch wieder schlafen. Upsala. Um wieder ein bisschen ausgeruhter zu sein. Und langsam sollte ich was essen. Also hier wird man immer darauf hingewiesen, was man zu tun hat, was ich auch richtig gut finde. Was haben wir denn hier noch alles so? Wir haben Banane. Erstmal ein paar Bananen. Kokosnüsse. Naja, halt eben das ganze Nahrungsmittelprozedere. Habt ihr eigentlich schon mal auf die Musik gehört? Die ist ja richtig klasse. Mache ich mal ein bisschen lauter. Aber nicht so arg laut. Weil die ist nämlich auch neu. Jedenfalls höre ich da so eine Mundharmonika heraus. Und ich habe mir hier so ein bisschen was an Vorräten hier angelegt. Holz, Blattwerk und Stein. Und Lianen. Was auch noch wichtig ist, wir müssen Werkzeuge bauen. Ich muss mal eben mal einen Stein sicherheitshalber nehmen und ich nehme mal ein Bündel. Mehr kann ich nicht tragen. Gut, okay. Das waren wahrscheinlich ganz viele Holz und ich werde dadurch natürlich wieder träger, weil ich möchte noch mehr Werkzeuge bauen, die wir brauchen, um verschiedene Möbel oder auch verschiedene andere Werkzeuge herzustellen. Darunter gehen wir mal wieder, und zwar unter einfache Waffen und Werkzeuge herstellen. Was brauchen wir denn noch an Werkzeug? Also das Steinbeil haben wir. Wir brauchen noch einen Steinhammer. Den haben wir. Dann brauchen wir noch... was brauchen wir noch? Irgendwie noch was Lustiges für ein Kochen. Ein Messer brauchen wir unbedingt, damit wir was schnitzen können. So, wieder Aufruf an den gesunden Menschenverstand. So, Werkzeug, was brauchen wir noch? Steinmesser haben wir. Dann eine Steinspitzhacke. Die brauchen wir auch, bestimmt, um irgendwas zu graben oder zu buddeln. Also erstmal unser ganzes Gartengerät erstmal zusammenstellen, das ist ganz wichtig, finde ich. Und was habe ich denn noch gesehen? Steinspitzhacke, Steinharke. Gut, okay, das braucht auch nur Holz und Stein. So, was als nächstes? Steinharke war das eben. So, Steinspitzhacke, Steinharke, Holznadel. Das einmal Holzmesser benötigt. Das haben wir, das Messer. Deswegen können wir auch dann halt eben verbessertes Werkzeug oder erweiterte Werkzeuge bauen. Und weiter geht's. Erstmal hier alles durchtesten, sonst stehen wir wieder da und wissen nicht, was zu tun ist. So, Holznadel. Hier steht Knochennadel. Einmal Knochen. Okay, das brauchen wir. Können wir noch nicht machen. Stampfstab. Ist auch wieder ein Messer benötigt. Den brauchen wir nämlich für den Stampfer.
Und hier füllt sich dann auch alles das Werkzeuginventar. Also das Inventar mit Werkzeugen, besser gesagt. Ja, einfach Waffenwerkzeuge. Was gab's denn noch? So, das war der Stampfstab. Jetzt Kochlöffel brauchen wir auch nur. Ach, ist das schön. Ich finde diese Mod einfach kongenial. Also mal was ganz anderes. So, richtig erstmal gucken hier, was können wir machen. Wo bin ich denn jetzt hier? Besonders einfache Waffen, da ist es. Ja, mit der Schrift, da müssen wir noch ein bisschen was machen, nicht wahr? Was gibt's denn noch? Holzspieß zum Braten? Ja, natürlich. Das ist doch auch wichtig. Und was gibt's noch? Eine Fackel, wenn's dunkel wird. Das ist cool. So, gucken wir mal, was wir hier im Inventar haben. Okay, das ist unser Stein, das ist noch unser Holzvorrat, das ist noch Blattwerk, was wir haben. Dann haben wir hier eine Steinhake. Dann haben wir hier eine Holznadel. Wozu die ist, weiß ich jetzt nicht. Ah, zum Nähen. Ah, Kleidung nehmen. Dann haben wir hier einen Stampfer, ist klar. Das ist unser Kochlöffel, das ist unser gesunder Menschenverstand. Und hier haben wir einen Holzspieß. Ah, Leute, ich habe Bilder vor Augen. Ihr wisst ja gar nicht, wie das ist. Also Werkzeuge findet ihr unter Verschiedenes und auch Werkzeuge, die wir auch als Waffen anwenden können, wie zum Beispiel den Steinhammer, das Steinmesser, die Steinspitzhacke, finden wir unter Waffen. Die lassen sich nämlich auch als Waffen einsetzen und nicht nur als Werkzeug. Liebe Community, liebe Zuschauer, liebe Bisasam, ich hoffe, dass es einigermaßen gut rübergekommen ist, deine Mod oder diese Mod und zuletzt entstand der Mensch in der ersten Folge zu vermitteln. Ich werde natürlich weitere Folgen drehen und verabschiede mich mit einem herzlichen Tschüss und schreibt einen Kommentar, gebt mir einen Daumen, euer David von Scouten.